Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, um endlich vorne weitermachen zu können, muss erstmal hinten was passieren. Und ich habe, soweit ich ja noch weiß, genau, wir haben ja schon einen MV Energy Hedge. Und diesen borge ich mir jetzt mal aus. Somit die Quest abgeschlossen. Um sozusagen jetzt hinten einiges anzuschauen. Das heißt, ich nehme mal meinen Plastikmann an. Hoffe, dass, wie gesagt, ich habe den noch nicht ausprobiert. Das können wir dann mal ausprobieren, ob wir das vielleicht reparieren können mit Ingots oder mit Platten. Was natürlich cool wäre. So, wir haben ja hier jetzt einmal sozusagen den High Voltage Battery Buffer. Und haben ja hier weiterhin einen High Voltage Battery Buffer mit einer Batterie. Und tun ja das sozusagen zu einem Medium runterschrauben. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall gleich einige Sachen. Da freue ich mich aber. So, dann machen wir erstmal. Ja, genau, ich habe es für das Cycling wieder die ganze Zeit angehabt. Heißt, wir machen jetzt erstmal den da weg. Und dann einmal nach unten und einmal Energy Hedge. Kommt dann ein HV Energy Hedge hin. Dann kommt ein hin, dass wir runterlaufen können. So, dann kommt du weg und du weg. So, und jetzt brauchen wir. Ich habe abgebaut 7 Stück, 8 Stück, 9 Stück 1er. 9 mal 1er Kabel brauchen wir bitte in Blue Alloy. Das heißt, ich könnte sogar, wenn ich dann da irgendwann mal einen zweiten HV Energy Hedge noch mit anschließen würde, den sogar noch auf EV hoch jagen können. Gesagt, wird es dann auch irgendwann geben mit dem EBF, aber da müssen wir erst alles andere fertig haben. So, das heißt, ich habe jetzt das, ich brauche jetzt einfaches Blue Alloy isoliert. Haben. Warum hätten wir auch was da haben sollen? Was habe ich gesagt? 7, ich brauche 9. Den. Das andere Kabel müssen wir auch noch machen, das was wir nach hinten verlegen sollen. Ich sehe das schon kommen, wenn ich dann endlich so weit bin, dass wir genügend Blue Alloy haben. Sind wir dann so weit, dass wir auf dem Mond fliegen können und wir besorgen Titan und dann können wir das ganze Kabel wieder austauschen. Ich hoffe, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass man dann an dieses Plastik wieder rankommt. Wobei es sogar sein könnte, dass man beim Titankabel ein anderes Plastik braucht. Das wäre dann lustig. Nicht wirklich, aber. Das wäre so richtig typisch. Freund, ja, wir haben Titan. Und ach, da ist jetzt brauchen wir anderes Plastik. Geht nicht. Kann man nicht machen. Tut leid. Wie immer. Aber das kann man ja vorher abklären. Boah, ich hoffe, dass ich es bis dahin ja nicht vergessen habe. Kenne ich mich nämlich zu gut. Ich vergesse das dann nämlich. Ich habe doch da auch einen auf. Dann geht's nach oben, dann geht's rein. Es wird schon wieder dunkel.
Dann drücken wir die Plus-Taste, dann habe ich hier meinen Portable Scanner. Drücke ich da mal drauf. Er schreibt hin, er ist inaktiv und er ist auf das Tier AV. Hervorragend. AV. Den Karlauer muss ich raushauen. Entschuldigung. Jetzt aber gleich nicht wundern, weil er dürfte eigentlich nicht angehen. Denn wir haben einen Block ausgetauscht. Jetzt ist er aber angegangen, weil jetzt habe ich draufgehauen. Er braucht 8 Sekunden. So, das heißt, wir laufen ein paar Mal hin und her und packen ganze heiße Zeug rein. Wir brauchen ja, soweit ich das weiß, wieder 2 Stacks, um an die Coils ranzukommen. Ich werde es also leider nicht schaffen, in dieser Folge das Zeug fertig zu kriegen, außer es sind nur noch 4 Ingots übrig, was ich bezweifle. Nein, es sind noch 17 hier übrig und 17 hier übrig. Das heißt, wenn wir Glück haben und ich nicht so lange Pause mache, schaffen wir das in den nächsten 2 Folgen. So, dann mache ich jetzt gleich mal den nächsten Energy Hedge HV. Oder beziehungsweise ich möchte eigentlich gerne 2 machen. Habe da gerade meine richtigen Helferchen gesehen. Apropos Helferchen, das Helferchen legt sich mal hin. Da hinten hauen wir auch ganz schön Pollution raus. Also, schmeiße ich erstmal das ganze Zeug, was ich jetzt hier übrig habe, wieder rein. Also wie gesagt, ich kann noch ein MV Energy Hedge irgendwo hin kleben. Dann könnte ich, hätte ich noch, ja. Aber wir möchten ja eigentlich jetzt dann anfangen, den EBF schon mal so weit vorzubereiten, dass man aufstellen können. Das heißt, ich brauche jetzt einmal Stainless Steel. War 16 Stück. Dafür brauche ich dann Goldkabel. Dann brauche ich dafür 4 Stück Plastik. Das gibt es langsam aus. Nein, kann ich wieder zurücklegen. Ich habe ja 32 Stück bekommen beim letzten Mal. Ein Hirnkastel ist zwar etwas später angesprungen, aber es ist angesprungen. Ganz toll. So, das heißt jetzt, ich muss jetzt dich mal schnell bitte drehen. Dich reinschmeißen. So kriegt man auch Doppelplatten. Wartet halt ein bisschen länger. Schön. So, dann gleich wieder nach hinten umstellen. Da rein, das raus, das rein, das rein. Das rein. So, dann muss ich jetzt noch mal gucken. AV Energy Hedge. Mal da. Mir jemand den HV Energy Hedge
geben aus der Quest. Mir fehlen gerade die Worte. Ich musste schnell schreiben. Danke. Oh, ich kann bauen. So, aber muss jetzt mal meine Kladderadatsch-Kiste mal wieder werfen. Laufen. Kabel kann ich auch gleich ablegen. Also, denn wir brauchen ja die Biomasse. Und ich kann die Rätselslösung noch aufheben vom letzten Mal. Dies fällt mir gerade so ein, weil ich hier gesagt habe, da hat Prophet eine super Idee gehabt. Natürlich habe ich euch nicht erzählt, was für eine super Idee. Ich habe nur gesagt, es wird sonst zu lang. Ja, ich sage ja, bei mir rasen zu viele Gedanken durch den Kopf. Einige schaffen es raus, einige nicht. Entschuldigung. ja, und zwar, wenn ich jetzt hier hinten dran die ganzen Maschinen ja aufbauen würde, wäre das entweder sehr knapp. Also hier, ne, wäre es wirklich sehr knapp. Oder ich kann nicht so aufbauen, dass er mir alles rauszieht, reinzieht, whatever. Also da hätte ich dann wirklich nur einen Block Platz. Hat er zu mir verständlicherweise gesagt, ja, warum bauen wir es eigentlich nicht drunter? Wir haben doch drunter Platz. Wo recht hat er da recht. Also werden wir jetzt erst einmal hier alles rausrupfen. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich auch dann wieder rauskomme, weil einen Aufzug haben wir noch nicht. Ja, okay, wobei ich kann dann durch die Kanalisation platzieren. Aber das müssen wir auch noch dran bauen, die Kanalisation. Was? Auf jeden Fall schon mal da auf dem richtigen Weg. Drücken wir schon mal die F7-Taste. Muss hier noch den Gang fertig bauen. Das darf ich nicht vergessen. Weil sonst wird es witzig. Und ich muss auf jeden Fall die Andeutung machen, wie, wo ich hin muss. Weil sonst geht es voll nach hinten los. Machen. Ah, was du gleich kannst besorgen, ne? Das verschiebe ich nicht auf morgen. So, das heißt, wir haben jetzt hier den Vierer, dann haben wir hier den Gang jetzt zwei oder drei. Essen. Machen wir das gleich da, wo die Mutzelücke ist. Und dann gleich alles abgefrühstückt haben. Da darf ich erstmal nicht durch diese Decke durch. Da wird auch bestimmt mit die Decke draufkommen, wie ich mich kenne. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3. Dann kommst du auf jeden Fall schon mal so hin. Dann haben wir das. Dann kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 5. Dann kommt auch nach unten. Schreiben wir das an, dass wir das dann auch so machen. Hin.
So, wir sind schon mal jetzt auf jeden Fall auf der richtigen Ebene. Das heißt also, da kommt eigentlich die Mauer hin. Das heißt, ich könnte hier wieder auffüllen. Weiß nur gerade nicht, welche Mauer das ist dahin baue. Ja, normalerweise die da. Da kommt eigentlich die Mauer hin. Hätte ich gesagt, dann wird das auch so passieren. Andeuten. Hier die Mauer. Auf jeden Fall da entlang. Dann hätte ich gesagt, das ist die Decke. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Bereich, wo der Strom reinkommt, weil ich brauche ja nicht 3 Kilometer woanders hingehen. Ja, ich merke schon, ich bin heute ein bisschen, ja, auch hitzefrei. Warm. Dann ist das auch ganz gut so. Dann gehen wir auch hier rein. Machen wir weiter hierhin dicht. Keine mehr. Welche? Dann haben wir das auf jeden Fall fertig. Dann heißt es, da kommt dann der Battery Buffer rein, der dann das Haus versorgen soll. Ich werde zum Großteil versuchen, auf kleine Maschinen auszuweichen. Kann das natürlich nicht komplett versprechen. Das heißt, ja, genau, das war wieder Super Track. Los. Ja, ich glaube, ich merke es gerade. Ich glaube, ich habe die Schaufel, habe ich, glaube ich, noch einmal beschleunigen können. Ja, die kann ich beim nächsten Mal wieder beschleunigen. Ja, dann bin ich nur einfach, ja. Unvorsichtig. Ich brauche auf jeden Fall dann auch irgendwann einen Eingang zur Kanalisation. Das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Ja nicht vergessen, weil ich möchte ja auch Wege haben, wo ich von unten hinkomme. Müssen dann auch noch Türen hin, die wird man zwar dann nicht gleich immer sehen, aber man kann es erahnen durch die Fackeln dann und so weiter und so fort. Ich mal hier entlang und gehe nach oben. Ich höre schon wieder Vieh hier. So, also, dann kann ich das auch gleich wieder machen. Kommt auf jeden Fall die Wand hin. Das hin. Auch. Könnte eventuell sogar doch die Maschinen da rein mitsetzen, aber das werden wir sehen. Problem ist halt nur dann hinzukommen.
werden alles. Wir werden alles beobachten. So, okay. Also, wir möchten ja jetzt als erstes machen die Biomasse. Also, das heißt, wir brauchen Plant Balls. Weil Plant Balls ist für mich die beste Alternative. Bis jetzt. Es kann natürlich sein, dass Plant Fiber oder irgendwas anderes das noch ablösen wird. Also bis jetzt haben wir in der Brewing Machine einen Plant Ball, der wo 180 Liter abgibt. Mit Fruit Juice. Ja, dafür haben wir auch einen Tank da. Das wäre halt jetzt dann cool, wenn ich jetzt sagen könnte, bitte 180 Liter reinfüllen. Wenn halt die 180 Liter nicht da sind, könnte es sein, dass er auch Wasser verwenden soll. Weil ich halt nicht weiß, ob wir genügend Fruit Juice haben. Das ist ja auch das, was ich beim letzten Mal gefragt habe. Honey wäre bei mir einfach nur übertrieben. Bin ich der felsenfesten Überzeugung. Also bis jetzt haben wir 180, 270, das heißt, wir hätten 90 Liter mehr. So, Pulverization, da machen wir Plant Mass draus. Okay, klar. Autoclave, das bräuchte man dann auch. Machen wir dann mit Cetan boosted, mit Fuel. Mit Methanol oder mit Biomasse? Ja, also das wäre ja alles total bescheuert, ne, wenn ich das mit den anderen machen würde. Vor allem mit Cetan boosted Diesel. Da warte ich lieber 2,5 Sekunden länger und ignoriere den Strom. Weil den soll dann der Cetan Boosted bitte schön den herstellen, weil dann reicht es nämlich länger. Okay, okay, aber da habe ich nur eine 33%ige Chance. Da habe ich eine 100% Chance, da habe ich eine 90% Chance. Okay. Da ist der Hund im Pfeffer begraben. Methanol. Ja, mal gucken. Ist jetzt erstmal egal. So. Aber das ist die einzigste Möglichkeit, an Biomasse ranzukommen. Dann haben wir Plant Mass und Bio-Jaff. Und Bio-Jaff ist eigentlich dann der Dirt- und der Mulch-Hersteller. Nein, es ist auch ein Gregtech-Biomass-Hersteller. Und zwar von 750 Liter auf. Auf Wasser. Das ist interessant. Diese Biomasse kann ich genauso fermentet Biomasse herstellen. Beziehungsweise Biogas. Genau, und dann Ethanol. Methanol. Muss mir das nochmal angucken. Entschuldigung. Aber wir haben es Gott sei Dank noch wieder aufgebaut und noch aufgebaut. Weil, wie gesagt, die Plastikproduktion ist jetzt sehr, sehr wichtig. Darum muss ich das jetzt auch ein wenig vorantreiben, dass das alles passiert. Dann heißt es jetzt, momentan haben wir die Brewing Machine. Genau. Die Brewing Machine kommt in die Distillery. Macht da draus die Biomasse. Wasser, genau. Und der macht dann aus der Biomasse im Chemical Reactor Ethanol.
Also ich habe irgendwas gerade übersehen und der macht es trotzdem. Ach nee, ja. Hat keiner gesehen. Kannst du mal fertig werden? Ich brauche nochmal Biomasse, bitte. Muss es natürlich nicht in dem Ding da herstellen, sondern in der Distillery. Genau, Distillery. 40 Liter mit 12 Liter Wasser. Ach nee, nein, genau, das da, Ethanol. 20 Liter, das ist die Hälfte. Mit 1000 Liter kriege ich 150 raus. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Ah, okay. Man kann aber auch, wie gesagt, den Distillation Tower auf. Ah, mit Wood Pulp. Nee, Wood Pulp, Ethanol. Biomasse, okay. Das wird auch gehen. Wie soll man das eigentlich regeln? Ah, ja, das ist Biomasse. Fermentierte Biomasse. Das war, glaube ich, das Rezept, wo ich gerade gesehen habe, ne? Genau. Da wäre eigentlich fast schon am besten, wenn man Destillation Tower bauen. Ja, dass man die Biomasse sozusagen, okay, das passiert nicht da vorne. Frage mich nur gerade, wo wir das machen lassen. Ja, es kommt Wasser raus und Ethanol. Ah, weil momentan haben wir ja das Verhältnis aus 40 Biomasse entstehen 20 Liter Ethanol. Aus 1000 Liter, ja, genau. Also es müssen auf jeden Fall mehr als 500 sein. Das sind 800 Pirate Brew. Heißt, ich müsste rumherstellen. Rum macht man aus Zuckerwein. Ich glaube, ich muss die Bar auch GT-Maschinen anhängen. Dann brauche ich auf jeden Fall drüben aber mehr. Zuckerwein mache ich in der Distillery aus Fermented Reed Water. Und Fermented Reed Water. Ah ja, aus Reed Water. Das heißt, destilliertes Wasser. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Und dann heißt es Sugarcane mit destilliertem Wasser wird Reed Water. Oh Mann, da gibt's noch so viel zu machen. Also, dann heißt es aber, ich brauche auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt eine HV-Maschinenhall. Jetzt ist nur die Frage. Was hau ich da für einen rein? Ich hätte mal gesagt, mir reicht am Anfang auf jeden Fall ein Neuner. Alles haben. Bisschen drauf. Kabel daneben. High Voltage Battery Buffer. Dunkel. Nein. Dann geht es nach unten.
Battery Buffer rein und eine Batterie, dann könnten wir demnächst nämlich auch anfangen, dass da unten Produktion läuft. Reicht ja, wenn eine Batterie drin ist. Und ich habe ja, genau, ich lese ja auch schön, also ja, ihr habt natürlich recht. Also man bekommt halt in der halben Zeit durch die doppelte Energie das Material. Das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Man hat die Entscheidung, entweder ich möchte was schneller herkriegen und kann darauf verzichten auf die doppelte Energie. Klar, wenn ich jetzt von LV auf HV rechne, muss ich vierfach rechnen. Das ist auch klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe jetzt da eine Maschine, der Zyklus dauert 30 Sekunden und habe eine zweite Maschine, der braucht der Zyklus 15 Sekunden. Ja, dann gehe ich hin und sage, okay, ich stelle da eine MV-Maschine hin und lass da durch, kann dadurch die ganze, also alle 15 Sekunden gleichzeitig mit der Maschine laufen lassen. Klar, man könnte auch hingehen und sagen, ja, du brauchst dann zwar 30 Sekunden, aber dafür kriegst du nur die doppelte Menge. Und dann läuft die auch 30 Sekunden. Und dann kommt es halt auch wieder auf den Platz drauf an. Also wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt etwas kompakter bauen und nicht 327 Maschinen aufeinander klatschen. Weil wie gesagt, man muss ja da auch dann mit Strom und bla und wie auch immer denken. Ja, dann macht es halt mehr Sinn, auf MV zu gehen oder auf die nächste Stufe zu gehen. Meinung. So, okay. Also, da kommt auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen, für mich definitiv. Hier kommt nichts hin, weil hier muss ich definitiv wieder noch Kabel und so weiter nach oben und nach was weißt du, Kuckuck, was verlegen. Wir haben ja Platz. Den Tank kann ich erst richtig anschließen, wenn ich auch die andere Pipe habe. Dann laufen wir jetzt noch mal hin. Nein, wir machen was anders. Wir machen einen Test. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Amboss ist. Das stand bestimmt irgendwo mit dem Hazmat dort, wo man den reparieren kann und mit was man den reparieren kann. Falls jetzt der Test sozusagen misslingt, wovon ich ausgehe, ich kann den auf jeden Fall so reparieren, sehe ich gerade, weil hier, ne, steht jetzt dort Scuba Helmet, zwei Rubber Sheets, ein Soft Mallet und Sticky Glue Bucket. Das wäre natürlich interessant, aber ich versuche das jetzt natürlich erstmal mit der Mauer. Das heißt, wir gehen mal schnell nach zu Hause, was ja schon lange nicht mehr stimmt. Und wenn ich jetzt dann hier das da rein mache, das da reinsetze, passiert richtig nichts. Okay. Ich habe da bestimmt schon den richtigen Ansatz im Kopf. Helmet, wie kriege ich ein Sticky Glue Bucket Ding raus? Rubber Pulp in die Schmelze schmeißen. Na, herzlichen Glückwunsch. Da auch noch einen Weg, der eine Distillery. Ich kann in die Distillery ein wenig Ding reinschmeißen, dann kriege ich es 1 zu 1 raus. Okay. Brauche dann nur 1000. Dauert nicht lang. Muss ich mal hoffen, dass da nichts drin ist.
Wieder halt was drin ist. Einen Eimer aus Versehen einstecken. Nicht. Warum sollte ich auch, ne? Er bestimmt übertrieben. Ich habe jetzt einen Eimer drin. Ich schmeiße jetzt da mal einen Rubberpulp rein. Ich will das jetzt unbedingt testen, ob ich den so reparieren kann. Auch 1000 raus. Kriegt dann natürlich nur 144 raus. Dann mache ich das anders. Nee. Dann mache ich das nicht so. Vor allem das Schlimme ist, ich habe schon mal dieses Zeug gehabt. Und ich glaube, das haben wir irgendwann wieder vernichtet. Zum Abschluss noch. Das wird momentan so das Ritual vom Ende der Folge und vielleicht auch vom Anfang der Folge. Wie schaut es da hinten aus? Das Schöne ist ja, dass jetzt hoffentlich unser Freund der Vakuumfreezer, den wir gehavt haben, jetzt uns das Zeug runterkühlt. Den ich jetzt am liebsten rausnehmen aus dem Spiel und bei mir in die Wohnung stellen. Aber fast 30 Grad, ist doch ganz gemütlich und schön. Hier und nochmal 9 Stück hier. 16. Weiß natürlich nicht, ob der auch vielleicht Schaden kriegt, weil ich diese Blöcke mit mir rumtrage. Das könnte natürlich auch sein. Pollution. So, wir haben jetzt hier noch 8 Stück. Gott sei Dank auch. So. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 1,5 Stacks. Das heißt, wir nehmen mal einen Stack Nichrom mit. Mir vielleicht sogar noch eine Keule hin. Weil ich brauche wieder 8-fach Kabel. Ich brauche wieder mein Mika. Und ich glaube, ich brauche diesmal Aluminium. Dahin. Natürlich habe ich euch nicht aufgeräumt, wie immer. Hat aber seinen Vorteil, wenn man wartet, kann man schnell machen. Wahnsinn, schon wieder so viel Blumen da. Ihr habt doch schon alle Blümchen gepupft beim vorletzten Mal. So, das heißt, hier laufen jetzt die Nichrom-Wire durch. So, dann brauche ich jetzt für Nichrom-Wire. Dafür brauche ich jetzt. Ja, genau. Jetzt hat er sich wieder aufgehängt. Ich? Mal geht der nicht. Glücklich drüber. So, okay. Dann heißt es jetzt, aber da haben wir eine Quest. Quest ist und Multiblock Goals und der ist hier. Nichrom Coilblock und dafür brauche ich Molten Aluminium. So,
Zellen habe ich keine einstecken. Wir brauchen auf jeden Fall 16 Stück, dann sollte ich mir auch 16 holen. Sollte ich mir auf jeden Fall auch 16 Aluminium holen. Wenn wir was haben, ist Aluminium. Was durchgebraten haben. Habe ich nicht gesagt, habe ich nämlich gesagt. Nein. Nur über den Trick raus. So, nach oben einschmeißen. Und nochmal nach oben. Meine 16 Zellen. Da rein. Strom, ja, die Stromstärke muss hoffentlich auch reichen. Naja, frisst auf jeden Fall mehr Energie. Das heißt, wir müssen da öfters laden. Aber wenn das das einzigste Problem wäre, na, hätte ich ja froh jauchzen oder sowas ähnliches. Ein. Mal schnell unten eine Batterie mopsen. Wechsel. Das heißt jetzt da mitnehmen. Und laufen lassen. Laufen, laufen. Das heißt eigentlich, wir haben ja einen kompletten Stack reingeworfen, ne? Das heißt eigentlich, es müssten 8 Stück rauskommen. Und mit dem beiden, was dann hinten fertig wird, hoffentlich bis zum nächsten Mal, werden wir dann, ja, hoffentlich den EBF umbauen. Das könnte interessant werden und spannend. Genau. Wenn ihr an Fragen, Anregungen oder Infos habt, immer raus damit, ab in die Kommentare damit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, schreibt mal auch am besten in die Kommentare, warum. Dann kann man es nämlich abstellen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.